If I left any made more sense, when you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. Now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm taking it on me, baby. Ein Ball, 11 gegen 11 Spieler und ein Hektar großes Feld. Klingt wie Fußball, ist es aber nicht. Hier trainiert gerade die Männermannschaft des Schweriner SC Hockey. Mit zur Mannschaft gehört auch Eddie. Er ist Trainer für die Torwärter beim SSC. Ursprünglich ist er mit Eishockey groß geworden, als er jedoch nach Schwerin zog, suchte er vergeblich nach einer Eishalle. Daraufhin wechselte Eddie zum Hockey und ist seitdem beim Schweriner SC. Er weiß, als Hockeytorwart gehört viel mehr dazu, als nur so gut wie möglich den Kasten zu verdecken. Ich frag mich eigentlich quasi, was muss ein Torwart können? Und das ist viel Auge, Körper, Handkoordination zur gleichen Zeit. Also das Wichtigste, was ein Torwart im Auge haben muss, ist immer der Ball. Der Spieler ist erstmal völlig egal. Und das muss ein Torwart einfach lernen. Die Mannschaft spielt zum einen in der Hallensaison, zum anderen auch in der Feldsaison. Dafür gibt es die MV-Liga, aber auch die Hamburg-Liga. Im Vordergrund steht dabei aber nicht der Erfolg, sondern der Spaß am Spiel. In der ersten Mannschaft sind wir quasi insgesamt 25 bis 30 sogar gemeldet. Das sind alles durchgeknallte Kinder und Erwachsene, die gerne einen Ball um die Ohren bekommen. Das Besondere am Hockey ist die Koordination zwischen den Beinen und dem Schläger. Die Augen müssen überall sein und nur draufhauen, das ist ja nicht. Auch der SSC sucht stetig nach Nachwuchs. Wer also Lust bekommen hat, mal selber den Schläger zu schwingen, ist hier gerne willkommen.